Ich habe eine sehr interessante Frage per Instagram von einem Zuschauer bekommen, und zwar, was sind die breitesten Indizes, die es gibt, um dann zum Beispiel mit einem ETF dort investieren zu können? Und ich dachte mir direkt, das ist doch die perfekte Frage für ein kleines, spontanes Video. Denn normalerweise spricht man nicht so direkt oder man widmet nicht ein ganzes Video dem Thema, was sind denn eigentlich die breitesten ETFs? Was ist überhaupt ein breiter ETF? Das müssen wir erstmal definieren. Ich finde, ein breiter ETF ist ein ETF, der in möglichst viele verschiedene Unternehmen investiert. Man kann aber zum Beispiel auch sagen, breit ist er, wenn er möglichst viele verschiedene Branchen abdeckt oder Kontinente oder. Also das muss man erstmal für sich eigentlich definieren, und deswegen erstmal direkt zu Beginn. Ich definiere es heute so, dass wir versuchen, mit einem ETF in möglichst viele verschiedene Unternehmen zu investieren. Und da habe ich ein paar rausgesucht für euch, die wir uns jetzt zusammen anschauen können. Und wo habe ich mir die angeschaut? Ich habe zwei Seiten, die ich euch dafür empfehle, um direkt schnell und einfach checken zu können, wie hoch die Anzahl der Positionen ist. Und zwar ist das erstmal etf1.de. Dort steht das direkt oben in der Leiste mit drin, und auch bei xtraetf.com. Auch dort steht es ganz weit oben, wie viele Positionen in einem ETF enthalten sind. Und da will ich einfach auch mal so direkt sagen, dass man einen ETF als besonders breit bezeichnen kann, wenn er ungefähr um die 1600 einzelne Positionen drin hat. Das ist jetzt zum Beispiel das, was ein MSCI World mit drin hat. Es geht aber auch noch mehr. Deswegen schauen wir uns direkt an, welcher ETF hat denn meiner Recherche nach die größte Anzahl von Positionen. Und zwar ist das, und es kann natürlich sein, dass es noch einen gibt, der noch mehr hat. Wenn ihr einen gefunden habt, dann packt den auf jeden Fall unten mit in die Kommentare. Ich bin hier nicht allwissend, aber das ist jetzt so mein ETF-Universum, in dem ich recherchiert habe. Und da ist es mein Lieblings-ETF, der Vanguard FTSE All World UCITS ETF. Der hat 3415 Positionen. Das ist ein Welt-ETF, also das heißt, er deckt sowohl Industriestaaten als auch die Emerging Markets ab. Ungefähr 90% davon sind in Industrieländern und ungefähr 10% davon in den Emerging Markets. Woran wird das festgemacht? Ganz einfach an der Marktkapitalisierung. Das heißt, die Industrieländer haben eine höhere Marktkapitalisierung, mehr Geld, was dahinter steht, mehr Wert, also Geldwert, der dahinter steht. Und die Emerging Markets, die Schwellenländer, natürlich etwas weniger Geld, und deswegen sind sie auch weniger präsent hier in diesem ETF. 3415, das ist schon eine echt krasse Hausnummer. Das ist ein ETF, der ist sehr, sehr breit aufgestellt. Allerdings nur über große Unternehmen und mittelgroße Unternehmen, also Large Caps und Mid Caps. Das heißt, was da nicht drin enthalten ist, sind Small Caps, also die kleineren Unternehmen, oder die ganz kleinen Micro Caps. Wir konzentrieren uns also mit diesem ETF auf die 3415 im Moment, ja, sowas ändert sich, kapitalstärksten Unternehmen der Welt. Ich will auch gar nicht so viel auf die anderen Kennzahlen in diesem Video eingehen. Wenn ihr euch dafür interessiert, ich verlinke die alle unten in der Beschreibung, dann könnt ihr euch die ETFs noch einmal genauer anschauen und alle Kennzahlen genau durchstöbern und eben feststellen, ob das auch was für euch ist. Aber ich will eben hier in diesem Video ganz speziell auf die Frage darauf eingehen, was sind breite ETFs, ja, also breite Indizes, letztendlich, das war die Frage. Ich münze das hier so ein bisschen um auf ETFs, also der Index wäre hier der FTSE All World Index und der ETF ist der Vanguard FTSE All World. Sozusagen Platz 1 auf meiner Liste. Platz 2 mit 3130 verschiedenen Positionen ist der MSCI World Small Cap. UCITS ETF, in dem Fall hier von SPDR, also Spider. Ja, SPDR spricht man auch Spider in der Finanzszene aus. Dieser ETF bzw. Index ist ein klein bisschen spezieller jetzt schon, denn er konzentriert sich zwar auch auf Unternehmen auf der ganzen Welt, aber eben auf die kleinen, wie der Name hier schon sagt, Small Cap. Das heißt, wenn man zusätzlich, ja, also es wäre sozusagen auch als Ergänzung zu einem All-World-Index, der große und mittelgroße Unternehmen beinhaltet, könnte man natürlich auch überlegen, ergänzend einen ETF oder einen Index hinzuzufügen, der
sich auf kleine Unternehmen spezialisiert. Dieser Index ist schon etwas spezieller als der vorangegangene FTSE All World. Wir haben nämlich hier einen MSCI World. Da müssen wir darauf achten, es ist nicht die gesamte Welt, die er abdeckt mit Industrie und Emerging Markets, sondern hier sind wirklich nur die entwickelten Aktienmärkte mit drin und auch von denen nur die kleinen Unternehmen, wie der Name schon sagt, die Small Caps. Warum gibt es sowas? Manche sind davon überzeugt, dass kleine Unternehmen schneller wachsen können als die größeren, ganz einfach, weil sie noch nicht an ihre Limits gekommen sind. Sie wachsen schneller und können damit eine bessere Performance hinlegen. Man nennt das auch eine Faktorprämie. Das heißt, wenn man jetzt davon überzeugt ist, man möchte sich auf kleinere Unternehmen spezialisieren, weil man glaubt, im längeren Zeitraum performen sie den Markt aus, dann holt man sich sozusagen diese Faktorprämie mit ins Depot. Ist eine ganz gute diversifizierte Sache und sehr breit aufgestellt, um wieder auf dieses Wort zurückzukommen, mit 3130 verschiedenen Positionen. Es ist aber wirklich eine bisschen speziellere Sache und nicht unbedingt der Mainstream, der dort investiert. Das sieht man ganz einfach daran an dem Fondsvolumen. Das sind nur 340 Millionen. Das ist schon groß, aber es ist nicht so groß wie zum Beispiel diese Welt-ETFs, die dann irgendwie 2 Milliarden oder so Fondsvolumen haben. Oder manche haben sogar über 10 Milliarden. Da gibt es ganz andere Größen. Das heißt, im Vergleich dazu schon relativ klein. Und die TER, also die jährlichen Verwaltungsgebühren, die dieser ETF hier zum Beispiel kostet, hier von Spider, ist auch schon etwas höher mit 0,45%. Das sind solche Kennzahlen, an denen sieht man schon, wie beliebt ist so ein ETF, wie sehr ist er Mainstream. Je mainstreamiger, desto niedriger ist eben normalerweise auch die Verwaltungsgebühr und desto höher ist auch das Fondsvolumen. Platz Nummer 3 der am breitesten aufgestellten Indizes ist jetzt bei mir der MSCI Emerging Markets IMI. IMI ist Investable Market Index oder Indizes, die Abkürzung, und bedeutet letztendlich, dass man in ja so viele Unternehmen wie möglich in dieser Art investiert. Entsprechend hoch ist die Anzahl der Positionen auch hier. Hier beträgt sie 2732 und spielt damit auch ganz oben in den am breitesten aufgestellten Indizes der Welt mit. Was ist in diesem Index drin? Es ist ein MSCI Emerging Markets, das heißt, es geht um die Schwellenländer und hier sind Unternehmen mittlerer und geringer Marktkapitalisierung drin, also sogenannte Mid- und Small Caps. Warum? Ja, weil in den Schwellenländern wahrscheinlich naturgemäß eher keine Large Caps enthalten sind. Speziell diese ETF-Variante hier von iShares, der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI, der ist sehr beliebt. Er hat nämlich ein Fondsvolumen von über 11 Milliarden Euro und das ist dann schon echt so ein Mainstream-Ding, was man sich eigentlich zu einem MSCI World auch gerne mal mit ins Depot legt. Ja, es ist immer so die Variante, die viele im Depot haben, 70% MSCI World und 30% MSCI Emerging Markets, um dann wirklich die komplette Welt abgedeckt zu haben. Und da wäre zum Beispiel dieser ETF eine gute Wahl dafür. Dann haben wir einen Index, der mal wieder die ganze Welt abdeckt, das heißt inklusive Schwellenländer und Industrieländern, und zwar ist das der MSCI ACWI, ACWI. ACWI für All Country World Index. Und hier habe ich verschiedene Varianten entdeckt. Hier dieser Spider, dieser SPDR MSCI ACWI, der hat 2528 Positionen drin, ist also über 2528 verschiedene Unternehmen auf der ganzen Welt diversifiziert. Es gibt aber auch eine Variante von iShares, der iShares MSCI ACWI, der akkumulierende. Der hat hier zum Beispiel nur 1598, also knapp 1600 verschiedene Positionen drin. Das heißt, man sollte wirklich, wenn man es darauf abgesehen hat, wirklich so breit wie möglich zu investieren, sollte man sich die Zahl genau anschauen und nicht nur auf den Index, der abgebildet wird, sondern auch, wie es dann letztendlich wirklich in diesem speziellen ETF aussieht. Und deswegen habe ich mir als nächsten Platz eben hier den Spider MSCI ACWI rausgesucht mit 2528 Positionen, den ich auch als wirklich
genügend diversifiziert betrachte. Also es ist auch ein sehr breit aufgestellter ETF und den würde ich auch empfehlen, wenn jetzt zum Beispiel man bei seinem Broker nicht den Vanguard FTSE All World kaufen kann, dann würde ich sagen, okay, der Spider MSCI Acqui, das ist eine wirkliche Alternative. Ist jetzt mit einer TER von 0,4% Verwaltungsgebühr schon einer der etwas teureren ETFs, aber trotzdem absolut in Ordnung, eine super Alternative, wenn man sich überlegt, in den kompletten Weltmarkt investieren zu wollen mit nur einem einzigen ETF. Und ich denke mal einfach, ich habe jetzt hier gerade nicht weiter nachgeforscht, aber ich gehe stark davon aus, dass er auch nur in die Mid- und Large-Caps investiert und die Small-Caps hier mal außen vor lässt. Der nächste auf der Liste der breitesten Indizes ist ein altbekannter, es ist nämlich der MSCI World. Und hier habe ich jetzt auf dem Screen den iShares Core MSCI World und der hat eben 1665 verschiedene Positionen drin. Das ist auch noch extrem viel, gerade wenn man sich jetzt überlegt, die ganzen Positionen wirklich einzeln ins eigene Depot zu legen, dann ist man mit 1665 Positionen immer noch ewig lang damit beschäftigt, verschiedene Aktien zu kaufen. Davon würde ich auf jeden Fall abraten. Aber es ist eben schon nur noch so um die Hälfte von so einem Vanguard FTSE All World zum Beispiel. Ist aber einer der beliebtesten ETFs, den die Welt zu bieten hat. Woran sehe ich das? Wieder am Fondsvolumen. Über 20 Milliarden Euro sind hier in diesen ETF investiert. Und was sind da für Unternehmen drin? Erstmal beim MSCI World muss man wissen, es geht immer nur um die Industriestaaten hier. Und dann natürlich auch um Mid- und Large-Caps. Es sind aber natürlich deutlich weniger Mid-Caps hier enthalten, weil der Index einfach per Marktkapitalisierung gewichtet ist. Das heißt, die großen Unternehmen sind auch ganz oben auf der Liste und je kleiner, desto eher fällt man raus. Und wenn eben nur 1665 mit drin sind und in dem Vanguard FTSE All World jetzt zum Beispiel über 3000, dann fällt natürlich eine ganze Menge unten raus und deswegen überlegen sich Leute teilweise auch tatsächlich vielleicht noch extra so ein MSCI World Mid Cap oder so mit dazu zu nehmen. Aber würde ich jetzt nicht empfehlen, weil auch hier kann es dann natürlich passieren, dass sich Positionen einfach überschneiden, die man im MSCI World dann im Portfolio hat und im MSCI Midcap nochmal. Ich glaube, das ist zu viel Kuddelmuddel, das würde ich jetzt nicht empfehlen, aber das auch nur so am Rande. MSCI World, 1665 verschiedene Positionen, immer noch eine extrem große Zahl verschiedener Unternehmen. Dann ein nächster Index, den ich hier auch nicht unerwähnt lassen möchte, denn ich bin ja schon so ein Kanal, der sich ein bisschen auf Dividenden auch spezialisiert hat und ich öfter mal gefragt werde, was ich denn eigentlich von dem FTSE All World High Dividend Yield halte, weil ich ja immer den FTSE All World anpreise nur und dann werde ich auch öfter mal gefragt, was ich denn dann von der Dividendenvariante davon halte. Der ist auch sehr breit aufgestellt mit 1632 verschiedenen Positionen aktuell. Auch ein Index, der wirklich die komplette Welt abdeckt, aber eben spezialisiert auf Unternehmen, in dem Fall, die in der Regel eine überdurchschnittliche Dividende bezahlen, so wie sie es hier definiert haben. Und gerade wenn man ein sehr Cashflow-orientierter Investor ist, dann ist dieser ETF bestimmt nicht verkehrt. Wir haben zum Beispiel auch, wenn wir uns jetzt hier mal die Ausschüttungsrendite anschauen, 2020 eine Prognose von um die 4%. Im Schnitt sind es wahrscheinlich so 3,6, würde ich jetzt einfach mal schätzen, wenn ich hier die letzten Jahre mir anschaue und dann einfach mal so einen Durchschnitt überschlage. Dann sind wir schon fast am Ende, liebe Leute. Es gibt aber noch den Russell 2000 US Small Cap. Und 2000 hat er im Namen wahrscheinlich, weil er sich als grobe Richtlinie gesetzt hat in die 2000 kleinsten Unternehmen der USA, also investierbaren Unternehmen der USA, zu investieren. Aktuell hat er 1618 Positionen. Und was ist hier drin? Es ist einfach ein Small Cap Index für die USA. Das heißt, wenn man speziell in kleine Unternehmen der USA investieren möchte, vielleicht weil man sagt, der Rest der Welt, lass dir mal gut sein, die meisten Unternehmen, die irgendwas taugen und die dann wirklich erfolgreich werden, die finde ich eben in den USA. Wenn man so denkt, dann kann man sich für diesen
Russell 2000 US Small Cap entscheiden. Also die Anzahl der Positionen ist nicht in Stein gemeißelt, die kann sich ändern, aber man kann eben im Moment als grobe Richtlinie sehen, okay, so ein FTSE All World hat ungefähr 3400 Positionen, so ein MSCI Acqui 2500 Positionen und so ein normaler MSCI World 1600 ungefähr. Und dann hatten wir aber noch den MSCI Emerging Markets EMI 2700, auch nicht von schlechten Eltern. Was sind jetzt Indizes, von denen man eigentlich nur einen einzigen ETF bräuchte und sonst nichts und dann ist man eigentlich genug abgedeckt? Das ist der FTSE All World, FTSE All World und der MSCI ACWI. Weil diese beiden Indizes, die beinhalten halt einfach die Industrieländer und die Schwellenländer. Alles andere ist dann schon so ein bisschen, ja, da muss man ein bisschen mehr puzzeln im Portfolio und sich das selbst zusammenstellen und überlegen auch, dass man verschiedene Bereiche vielleicht nicht zu sehr übergewichtet oder zu sehr untergewichtet. Das ist dann sowas, dass man sich überlegt, ein MSCI World und ein MSCI Emerging Markets aufzunehmen, so eine 70-30 Verteilung. Man könnte aber auch bei sowas dann zum Beispiel überlegen, okay, nehme ich mir einen Russell 2000 noch dazu, weil ich sage, ich will unbedingt noch die amerikanischen Small Caps dazu haben, oder ich nehme mir einen MSCI World Small Cap, um die Small Caps der gesamten Welt auch noch mit aufzunehmen, weil die habe ich ja auch nicht, wenn ich jetzt mir einen MSCI World und einen MSCI Emerging Markets ins Portfolio lege. Also dann wird schon so ein bisschen mehr gepuzzelt, da macht man sich etwas mehr Gedanken. Es kann aber auch ein sehr kluges und gescheites Portfolio dabei rauskommen. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Wichtig ist einfach nur, dass man guckt, was ist da tatsächlich drin und bin ich vielleicht, gibt es Überschneidungen, dass ich in einen ETF investiere und in einem anderen und habe eigentlich da die gleichen Unternehmen drin. Auf sowas würde ich gucken, dass das nicht passiert. Aber sofern man sich noch weiter diversifiziert und unterschiedliche Bereiche abdeckt und so einfach sein eigenes Risiko minimieren kann, würde ich sagen, absolut kann man das machen. So, ich glaube, das war genug für ein spontanes kleines Video, das jetzt wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen länger geworden ist. Ich bin gespannt, wenn ich das zusammenschneide, wie viele Minuten dabei tatsächlich rausgekommen sind. Schreib mir gerne deine ETF-Fragen, falls noch welche offen sind, unten in die Kommentare, beziehungsweise auch wenn du besondere ETF-Tipps hast. Natürlich lass es alle gerne wissen, damit alle noch mehr über ETFs lernen können und wie sie am besten in ihre Investitionen starten, weil ich glaube, dieses Video richtet sich eben auch eher an die Anfänger, die sich noch so ein bisschen unsicher sind, in welche ETFs soll man denn eigentlich investieren. Und da ist es auch absolut nicht verkehrt, tatsächlich zu gucken, wie viele verschiedene Unternehmen sind dann da drin, um eine gute Diversifizierung sicherzustellen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch einer der ersten oder mein absolut erster ETF, in den ich investiert habe, war der iShares Global Select Dividend 100. Wie der Name schon sagt, sind da nur 100 verschiedene Unternehmen drin. Das ist eigentlich schon relativ limitierend. Das muss man eigentlich bei ETFs gar nicht haben. Es ist eben eine extreme Spezialisierung auf High Yield, also Hochdividendenrendite Werte gewesen. Und von dieser Schiene bin ich heute inzwischen auch schon so ein bisschen wieder abgekommen. Deswegen ist der iShares Global Select Dividend 100 jetzt auch kein ETF mehr, den ich hier aktiv anpreise. Ich habe aber auch nicht geplant, ihn zu verkaufen im Moment. So, ich hoffe, euch hat das Video was gebracht und dann bis zum nächsten Video. Genießt das Wochenende, wenn ihr das Video direkt heute oder morgen guckt, und dann bis zum nächsten Video und tschüss.